In der heutigen Zeit legen immer mehr Menschen großen Wert auf ein strahlend weißes Lächeln. Ein strahlendes Lächeln kann das Selbstbewusstsein stärken und einen positiven Eindruck bei anderen Personen hinterlassen. Eine Möglichkeit, um die Zähne aufzuhellen, ist die professionelle Zahnaufhellung. In diesem Video werden wir die sicheren und effektiven Techniken der professionellen Zahnaufhellung beleuchten. Die professionelle Zahnaufhellung wird in der Regel von einem Zahnarzt in einer zahnärztlichen Praxis durchgeführt, ein Viertel HRT. Es gibt zwei gängige Techniken, um die Zähne aufzuhellen, das Bleaching und das Laserbleaching. Beide Techniken sind sicher und effektiv, wenn sie von einem erfahrenen Zahnarzt durchgeführt, ein Viertel HRT werden. Beim Bleaching wird ein Bleichmittel auf die Zähne aufgetragen, das den Farbstoff im Zahn aufspaltet und dadurch die Zähne aufhält. Beim Laserbleaching wird ein Bleichmittel auf die Zähne aufgetragen und dann mit einem Laser aktiviert, um die Aufhellung zu beschleunigen. Beide Techniken können die Zähne um mehrere Nuancen aufhellen und ein langanhaltendes Ergebnis erzielen. Es ist wichtig, dass die professionelle Zahnaufhellung nur von einem qualifizierten Zahnarzt durchgeführt, ein Viertel HRT wird. Ein Zahnarzt wird vor der Behandlung eine GA ein viertelendliche Untersuchung durchführen, ein Viertel REN, um sicherzustellen, dass die Zähne und das Zahnfleisch gesund sind und keine Kontraindikationen vorliegen. Der Zahnarzt wird auch die richtige Bleichmittelkonzentration und Dauer FA ein Viertel eher den individuellen Patienten festlegen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Die professionelle Zahnaufhellung bietet viele Vorteile gegen ein Viertel BER den DIY Bleaching Kits, die in Drogeriemärkten erhältlich sind. Ein Zahnarzt kann die Behandlung an die Bäder ein Viertelöffnisse des einzelnen Patienten anpassen und sicherstellen, dass sie sicher und effektiv ist. Darüber ein Viertel BER hinaus kann ein Zahnarzt potenzielle Nebenwirkungen wie Zahnempfindlichkeit oder Zahnfleischreizungen besser kontrollieren und behandeln. Es gibt jedoch auch einige mögliche Nebenwirkungen der professionellen Zahnaufhellung, die BER ein Viertel gesichtigt werden sollten. Zu den häufigsten Nebenwirkungen gehören vorher ein Viertelberg in der Zahnempfindlichkeit, Zahnfleischreizungen und Veränderungen im Zahnschmelz. Diese Nebenwirkungen sind in der Regel mild und vorher ein Viertelbergend, kann ihn aber von Patient zu Patient variieren. Um die besten Ergebnisse aus der professionellen Zahnaufhellung zu erzielen, ist es wichtig, nach der Behandlung die richtige Mundhygiene zu praktizieren. Dazu gehören das regelmäßige Zähneputzen, das Verwenden von Zahnseide und das Besuchen des Zahnarztes FA ein Viertel der regelmäßige Kontrolluntersuchungen. Darüber ein Viertel BER hinaus kann der Konsum von stark verarbeiteten Lebensmitteln und Getränken vermieden werden, um die Aufhellung zu erhalten. Insgesamt ist die professionelle Zahnaufhellung eine sichere und effektive Technik, um ein strahlend weißes Lächeln zu erzielen. Indem Sie sich an einen erfahrenen Zahnarzt wenden und die richtige Mundhygiene praktizieren, können Sie langanhaltende Ergebnisse erzielen und Ihr Selbstbewusstsein steigern. Also, wenn Sie von einem strahlend weißen Lächeln traumen, ist die professionelle Zahnaufhellung definitiv eine Überlegung wert.